Kollege Oliver Luxig hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute hier mit diesen beiden Anträgen wichtige Verbesserungen für das Straßenverkehrsrecht. Ich freue mich, dass es der Koalition gelungen ist, hier gleich mehrere sinnvolle und richtige Punkte in die Anträge aufzunehmen. Wir wollen und werden mit diesen Maßnahmen zwei Dinge erreichen. Mehr Sicherheit, sowohl für die Fahrerinnen und Fahrer selbst als auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. Und zweitens mehr Mobilität, insbesondere für junge Verkehrsteilnehmer in ländlichen Gebieten. Wir wollen mit unserer Initiative junge Menschen mobiler machen. Lassen Sie mich zunächst auf unseren Antrag zum begleiteten Fahren mit 17 eingehen. Als Saarländer habe ich schon immer ein wenig über die Grenze geschaut nach Frankreich, wo das ja schon lange erlaubt ist, seit 1983, Conduite accompagnée. Es hat sich dort bewährt, genauso wie wir das auch für Deutschland vorhergesagt haben. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, diese langjährige Forderung auch der Liberalen nach einer Einführung auch in Deutschland umzusetzen. Auf Länderebene ist dies ja bereits umfassend geschehen. Wenn man sich die Evaluationsergebnisse dieses Modellversuchs der Länder, der BAS, der Bundesanstalt für Straßenwesen, anschaut, dann muss man sagen, dass hier die Fakten positiv sind. Allein schon die hohe Anzahl der Teilnehmer, 380.000 seit 204, jedes Jahr steigend, zeigt ja, dass die Bereitschaft der Jugendlichen zur frühen Ausbildung hoch ist. Wichtiger aber noch ist, 22% weniger Unfälle, 20% weniger Verkehrsverstöße im Vergleich zu den Jugendlichen, die ihren Führerschein ohne die begleitete Phase erwerben. Ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich. Sie machen deutlich, die Verkehrssicherheit wird deutlich erhöht, dadurch, dass die jungen Fahrer früher und in Begleitung an den Verkehr herangeführt werden. Und besonders erfreulich ist, die Evaluation zeigt, dass die positiven Effekte beim Fahrvermögen der Fahranfänger nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft wirken. Ich glaube, all diese Punkte zeigen uns, dass der Modellversuch erfolgreich war und ist und ins Dauerrecht überführt werden sollte. Ich kann daher auch die Kolleginnen und Kollegen der Opposition nur auffordern, dem Antrag zuzustimmen. Ich glaube, die Fakten sprechen für sich. Wir werden mit diesem Antrag einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Fahrausbildung machen. Natürlich gibt es darüber hinausgehend noch Verbesserungsmöglichkeiten. Es stimmt natürlich, dass mehr Jugendliche daran teilnehmen müssen. Man kann auch zumindest darüber nachdenken, wie in Österreich eine zweite Stufe einzuführen, wenn dadurch der Führerschein nicht teurer wird. Neben dem begleiteten Fahren widmen wir uns heute noch den Neuregelungen bei den Zweiradführerscheinen im Rahmen der Umsetzung der dritten EG-Führerscheinrichtlinie. Es ist gut und richtig, dass die Bundesregierung hier dies auch frühzeitig in deutsches Recht umsetzt. Für diese Neuregelung gilt Erhalt und Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, Entbürokratisierung und Erleichterung beim Erwerb von Zweiradführerscheinen. Das sind unsere beiden Hauptziele. Für uns ist klar, erfahrene Fahrer dürfen beim Aufstieg innerhalb der Motorradklassen nicht mit Fahranfängern gleichgestellt werden. Beim Aufstieg zwischen den neuen Klassen 1 nach A2 und A2 nach A kann man wohl davon ausgehen, dass nach 2 Jahren nur noch eine Einweisung, eine praktische Prüfung erforderlich ist. Die theoretischen Kenntnisse sind ja dann offensichtlich zur Genüge vorhanden. Und auch für die Inhaber des alten Führerscheins der Klasse 3 macht die Koalition etwas Sinnvolles. Diese Klasse enthält ja nämlich auch die Genehmigung für das Führen von Krafträdern bis 125 Kubikzentimeter, also der neuen Klasse A1. Und daher wäre es natürlich ungerecht gegenüber diesen Verkehrsteilnehmern, sie beim Aufstieg in die Klasse A2 zu benachteiligen. Und daher sind eine praktische Prüfung und eine Überprüfung nur der spezifischen Kenntnisse für die Klasse A2 hier ausreichend. Bei der Führerscheinklasse AM, der neuen Moped-Klasse, wollen wir die Möglichkeit nutzen, die uns ja Europa gibt mit der Richtlinie, vom Mindestalter, das die Richtlinie vorschlägt, abzuweichen, wie das zahlreiche andere europäische Länder tun, beispielsweise auch Österreich und Frankreich. Und bei dem Vergleich der Zahlen muss man natürlich auch sagen, wenn die vorher noch nicht fahren konnten, ist das klar, dass die Vergleichszahlen dann gestiegen sind, Frau Lühmann.
Die Mobilität junger Menschen wird in Flächenländern, und das ist einer der Hauptaspekte, eben dadurch deutlich gestärkt, und das wollen wir als Koalition. Auch unter Verkehrssicherheitsaspekten ist diese Absenkung um ein Jahr eben nicht so problematisch, wie sie auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag. Der Erwerb des neuen Moped-Führerscheins setzt nämlich eben eine solide Ausbildung voraus. Ein gut ausgebildeter 15-Jähriger auf einem Zweirad der Klasse AM ist doch im Vergleich zu einem 15-Jährigen auf einem Mofa, der sich derzeit mit geringerer Ausbildung auf der Straße bewegt, keine Bedrohung der Verkehrssicherheit, ganz im Gegenteil. Verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr wird durch die Absenkung früher erlernt und gefestigt. Das ist auch gut für die Verkehrssicherheit. Wer sich die Zahlen anschaut bei den 15- bis 18-Jährigen, der sieht, dass unangemessene Geschwindigkeit, Fehler bei der Vorfahrt, Wenden und Abbiegen alles Punkte sind, die man durch diese bessere Ausbildung eben vermindern kann. Und wenn unsere Argumente Sie nicht überzeugen, darf ich auch darauf hinweisen, der Verkehrsminister von Mecklenburg-Vorpommern, SPD, befürwortet genau das, was wir hier sagen, AM mit 15, Moped-Führerschein mit 15, also so falsch kann es, glaube ich, nicht sein. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass wir mit dem Begleitfahren mit 17, mit den Erleichterungen beim Erwerb von Zweiradführerscheinen Sicherheit auf der Straße stärken, Mobilität verbessern, insbesondere junge Menschen mobiler machen. Das sind die Leitlinien unserer Arbeit der Straßenverkehrssicherheit jetzt und auch in der Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.